Ja, von mir auch einen schönen Seppig Sunday euch allen da draußen. Wir haben ja mittlerweile dann auch den zweiten Advent und dann gibt es auch wieder ein neues, cooles Pizmeet-Video für euch von unserem, ich weiß gar nicht, wer heute dran ist. Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall bei uns auf dem Channel und bei Pizmeet TV nochmal schöne Weihnachtsgrüße auch von uns. Und ja, was gibt es heute noch? Livestream gab es quasi gerade oder bin ich vielleicht sogar noch dabei? Mal gucken, weiß ich noch gar nicht, wie lange wir machen. Nehmen ein paar Spiele auf für nächste Woche quasi, die wir dann nächste Woche mal auch hier im Ultimate Team dann zeigen, im Let's Play. Und da seht ihr dann auch Next Gen ein bisschen. Und wir spielen heute in der Folge mal mit unserem Bundesliga-Team, nachdem ich ja quasi gerade, also gestern, gestern für euch, von unserem Bundesliga-Team echt ein richtig gutes Battle gehabt habe. Das war echt ein starkes Spiel. Ich habe meine Chancen ein bisschen verschenkt. Er hat seine deutlich besser genutzt, hat vor allem meine Fehler auch ausgenutzt. Da waren echt ein paar nubige Sachen von mir dabei. Ja, von daher werden wir heute mal Rache üben mit unserer Bundesliga-Mannschaft. Revenge of the Bundesliga. Mein Company, der will nämlich Verträge haben. Ja, nach dem Spiel würde ich mir auch meinen Vertrag verlängern lassen. Hat nämlich richtig gut gespielt, der Vincent Company, im letzten Spiel. Und ja, dafür kriegt er auch nochmal ein paar Verträge auf die Mütze. Ich habe mir, boah Leute, ich weiß gar nicht, wie lange ich mir das schon vorgenommen habe, den Adler ins Team geholt. Ich habe den ja jetzt schon was länger gezogen und irgendwann habe ich gesagt, ja, yeah, den Adler, den muss ich unbedingt ausprobieren. Und der Yogi hat auch keinen Vertrag. Den muss ich unbedingt ausprobieren und bla 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 bla, ich muss den ausprobieren, bla bla. Oh, jetzt habe ich den wieder vergessen und bla bla. Ich habe es einfach nicht geschissen gekriegt. Sorry, Leute, aber jetzt haben wir den Adler drin. Und der Neuer hat ja in dem letzten Spiel, was wir da hatten... Boah, das war irgendwie eine Kackping. In dem letzten Spiel, was wir hatten, war ja nicht so mega Nougat-schnittig. Hat mir auch so das ein oder andere Tor geschenkt. Würde ich jetzt mal so sagen. Hat aber teilweise auch gut gehalten, also... Aber Adler, bin ich von überzeugt, ist da doch ein bisschen die bessere Alternative. Warum auch immer, Leute, warum auch immer. Keine Ahnung. Aber wir haben den Adler. Warum sollten wir den dann nicht mal ausprobieren? Der Weinfeller hat auch ganz gut gehalten. Ja, probieren wir einfach mal den Adler aus. Weil Jay hält der ja richtig mega krass. Und mal gucken, ob er uns hier die Bude heute frei hält und wir 1:0-Sieg hinbekommen, damit wir in der Liga auf jeden Fall bleiben. Und vor allem nicht absteigen. So, heute spielen wir mit der Bundesliga-Mannschaft, das heißt wieder ein bisschen mehr Flügelspiel, denke ich. Oh, verliere den Ball. Oh, das war aber auch gefährlich. Oh, das ist natürlich, das war gut. What the fuck, dann lässt er sich an... Eriksen, der will reinspielen. Das habe ich gesehen. Boah, gut, dass wir das ein bisschen beschützt haben hier. Oh, schade. Verdonken. Haha. Sehr schön. Oh. Oh, Götze. Schade. Blaschikowski, schade. Lauf durch. Ah. Schade, Elia. Schade. Wäre natürlich geil, wenn er da durchgesneakt wäre. Was ist denn heute wieder mit der Engine los? Bei ihm auf der Seite wieder so ein paar geile Verspringer vom Ball irgendwie oder werden angeschossen. Und, ja, das ist irgendwie lustig. Ah ja, ist halt nicht perfekt auf der Next Engine, Next Gen. Auf der Xbox habe ich es ja auch schon gespielt, wo ich gedacht habe, oh, schenk ihm doch direkt das Tor. Alter, was mache ich denn da für eine Scheiße? Oh, wegklären, unbedingt. Nein! Oh, schade. Oh, Gündogan hier auf Elia. Ah, Elia. Leider nicht schnell genug. Na doch, schnell genug schon, aber der Ball war nicht gut genug. Oh, oben. Nein! Oh, den Abpraller auch nicht. Also richtig, geht richtig gut los wieder hier. Hat schon zwei gute Chancen dabei. Eine richtig nubige Aktion von mir, wo ich fast den Ball oder ihm ein Tor geschenkt habe. Aber ja klar, dass er wieder nach innen zieht, ey. Asadi. Oh, Blaschikowski wieder richtig gut mit dabei. Und dann wollen wir mal mit dem Mandzukic auch mal hier ein Tor machen, oder? Legen wir ihm den Ball mal hin.
Und er macht auf Elia. Ah! Ah! Lugan, ja, den kriegst du. Den kriegst du. Auf den Boateng und auf den Elia. Oh, jetzt schießen sie sich wieder gegenseitig an, weil sie im Weg stehen. Mandzukic! Boah, was ein Teil! Durch alle durch, Junge! Voll krass! Fett. Geil! Alter, das war gut. Ich dachte, jetzt schießt man ja wieder, so wie sonst, auch immer so einen Verteidiger an. Aber richtig starker Schuss hier. Oh, komm ey, stell dich an, Junge. Stell dich an, ey, der Götze ist so ein Lieber. So ein Lieber, der ist so, so lieb wie ich bestimmt. Mein Dackelgesicht. Oh, richtig. Guter Kopfball, hat er sich den noch gerettet? Mario Götze auf Blaschikowski. Schade, da wollte ich ihn lupfen. Oder habe ich ihn auch gelupft, aber den hat er vorher noch gekriegt. Oh, Subotic. Oh, gut geklärt. Seht ihr? Und das meinte ich mit Engine hier, wo dann der Ball so lustig verspringt. Schade. Aus der Drehung war das auch ein bisschen schwierig, da den Ball so zu nehmen. Eriksen. Eriksen ist stark. Eriksen ist stark. Aber alter Adler, wie schnell der wieder oben war. Oh, das ist gut. Alter, Adler richtig gut mit dem Speed dabei. Blaschikowski bewegt den Ball. Ah, schade. Den wollte ich eigentlich hoch reinbringen, dann wäre er auch durchgegangen. Also Santana gegen Sturridge. Sturridge, aber nicht unbedingt den Mega-Abschluss, dass er da an dem Adler einfach so vorbeikommt. Also Adler, richtig gutes Spiel bisher schon. Hält die Kiste noch sauber. Noch steht es 1:0 für mich. Aber mal gucken, wie lange noch. Vielleicht ist das jetzt auch schon... Nee, dafür war die Ecke viel zu weit außen. Da stehen ja viele. Da stehen ja viele. Elia war lieber mit verteidigen. Kann man ihm auch nicht verdenken. Ist auch gar nicht so schlecht. Aber jetzt geht's los. Das war ja ein richtig Premium-Pass von mir. Da habe ich viel zu lange die Taste, glaube ich, gedrückt. Und dann hat er sich gedacht, nee. Oh, er wollte eine Flanke machen. Wird leider abgeblockt. Okay. Okay. Alter, ist das schnell. Oh, Alter, Saidi. Alter, wie schnell war der denn? Ja, da war er durch. Hat er sich den Ball geschnappt und hat den eiskalt reingehauen. Da kam nicht mehr der Pischteck richtig hinterher. Na, hat er mich abgedrängt und dann war es das. Schade. Jetzt haben wir hier schon das erste Tor von ihm. Der Ausgleich. Oh, was war das denn? War eigentlich nicht so geplant. Oh, Prince. Prince, wieso stehst du immer im Weg? Das ist unglaublich, vorhin auch schon. Warum steht der immer im Weg, der Arsch? Vielleicht muss er ein bisschen andere Taktikeinstellungen, andere Dingens hier machen. Oh, ich sollte viel mehr vernünftig klären, dann wäre das jetzt hier auch gar nicht so brenzlig. Ja, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Schicken wir mal. Oh, Elia haben wir geschickt, aber reicht leider nicht. Nicht raffiniert genug, dieser Spielzug. Und dann hat er es auch nicht verdient, da ein Tor zu kriegen. What the fuck, ey? What the fuck? Das war abseits. Ja gut, habe ich gesehen. Hat auch wahrscheinlich jeder andere von euch gesehen, ne? Am anderen Ende vom Spielfeld. Oh, setz dich doch durch. Setz sich doch mal einer durch hier. Schade. Okay. Mandzukic. Warum ist denn der Mandzukic immer so aktiv, ey? Geht mir ein bisschen auf die Eier, dass der immer... Der nicht stürmermäßig unterwegs ist, sondern eher ZOM-mäßig unterwegs ist. Sturridge. Oh. Die kam gut rein. Oh. Hoch weg war. Nicht hoch weg genug, aber bäm! Adler. Richtig gut gehalten, diesen Schuss. Wir müssen auf offensiv gehen. Wir kriegen ja viel zu viel nach
bei uns rein. So. Dann laufen wir mal mit Elia. Vielleicht kriegt er den ja noch. Na! Oh, das wäre jetzt raffiniert gewesen, den da abzuluxen. Shit, ich ziehe mir viel zu viele Spieler hier weg. Oh, Alter, was der mich da wegdrängt. Der Prince. So, Elia wieder dabei. Oh, was ein Zuckerpass von Elia. Schade, richtig gut gesehen. Richtig gut gemacht, Elia, aber schade. War der Torwart doch gar nicht so unaufmerksam. Und Mandžukić natürlich auch nicht der übelste Sprinter. Aber 1-1 hier. Bäm, Alter, das war echt ein guter Schuss von Mandžukić, ey. Buh. Zwei Schüsse aufs Tor von mir gegen 6. Naja, das geht besser. Und ich hoffe, wir können auch was Besseres dann in der nächsten Halbzeit hier liefern. Wir wollen dann noch denke ich dran, wir wollen ja eigentlich mal mit Flanken arbeiten hier. Oh, Eriksen kann gut schießen. Adler, gut aufgepasst. Konnte ich den noch schnell genug rausholen? Jawohl, Lauf. Nein, zu weit leider vorgelegt. Ich habe es leider, hätte ich sehen müssen, dass er den Torwart da rausholt. Oh. Da habe ich gerade echt einen Atemstock gekriegt, weil der Ball eigentlich ziemlich gut reinkam. Aber in der Umsetzung war das ja mal nix. Genauso wie hier das Anbieten. Ja, jetzt geht's hier drunter und drüber, sagst du. Naja. Ball weg. Vielleicht kann mein Götze hier ein bisschen. Ach, null. Nice. Oh, der steht. Was stehst du denn so krass im Abseits, Elia? Alter, das war gelbe Karte. Mindestens. Alter Vater. Da geht der Torwart da bis aus dem 16er und nietet da noch den Elia mal eben um. Das geht ja mal gar nicht. So, Prince kann sich durchsetzen. Mario Götze läuft mit. Läuft mit. Läuft aber nicht genug mit. Da habe ich eigentlich gehofft, dass er mit durchläuft. Oh, boah, Subotic, Alter, hat er den umgecheckelt. Junge. Und jetzt mit einer schönen Flanke hier. Auf Mandžukić. Oh, Mann. Damage. Mandžukić haben wir jetzt da vorne nicht drin. Können wir es aber trotzdem. Blaszczykowski. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit sofort abgezogen. Und abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Boom! Damn it! Kam auch richtig Druck dahinter, hinter den Kopfball. Aber leider nicht genug. Leider nicht genug. Oh, Walcott. Oh. Oh mein Gott, ich schenke hier alles. Fast geschenkt. Oh, das war echt tricky. Aber ein Longshot hier rausgehauen. Hab schon lange nicht mehr gesehen. Komm, Kopfball gewinnen. Oh, das wäre so schön gewesen. Oben stand alles frei. Genauso wie jetzt hier noch alles frei steht. Damit, da geht der Ball nicht vernünftig durch. Oh, Mandžukić, was ist denn los? Sonst bist du doch auch mal so körperstark. Oh. Das habe ich gesehen. Das hat aber nicht mein Piszczek gesehen. Er stand einfach nur rum. Schade. Aber zum Glück haben wir trotzdem noch unter Kontrolle bekommen. What the fuck? Ich habe da oben gedrückt. Oh. Okay. Oben wäre nämlich eigentlich ganz gut gewesen. Dann hätten wir noch ein bisschen Spielaufbau machen können. Und dann wäre der Ball nicht direkt verschenkt gewesen. Aber okay. Wollte er nicht. Oh, nice. Oh, schade. Ich dachte, den kann er kriegen. Den kann er sich mit der Brust nehmen. Schade, wäre cool gewesen. Ja, bitte hingehen. Oh, da hebt er ab. Ah, wir haben auch noch hier ein knappes Ding, ey. Presst gut. Ja, wirklich keine Vorteile. Von ihm wird auch nur drauf gebolzt und nach vorne gehuddelt. Aber das ist doch kein richtiges Spiel. Also nicht die mega krasse, das krasse Battle wie gestern. Das war echt ein übles Spiel.
Ach komm. LOL! Was geht der denn nicht mal zum Ball? Aber es war auch noch direkt abseits. Also irgendwie jetzt gerade ist voll der Wurm hier in dem Spiel. Abseits, abseits, aus, aus. Also Sturridge war schon dreimal im Abseits. Weiß nicht, ob das so die beste Lösung ist. Oh, 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 oh. Schade, die Flanke war ja nicht so wirklich. Da hätte ich die kürzer machen müssen wahrscheinlich. Oh, vielleicht ja jetzt hier. Hm. Götze. Setz dich durch, Elia! Ah! Schiete! Schiete! Oh, jetzt kommt der Konter. Jetzt kommt der Konter. Oh, oh, oh. Aber das konnten wir gut verhindern hier. Und renn jetzt einfach mal mit Elia hier Pace so durch. Oh, aber da war leider der Abschlusswinkel. Da hätte ich ein bisschen rüberziehen müssen noch. Ein bisschen verkackt hier. Schade. Das hätte ich deutlich besser machen können. Und jetzt ist er hier mit Fellaini natürlich ziemlich weit. Santana aber gut dabei. Subotic auch. Kommt ein Safe noch. Jawohl. Alter, nie mäht der hier meinen Götze nieder. Ey. Das geht ja mal gar nicht. Oh, zu schlecht. Aber schon wieder abseits, oder was? Okay. Also er spielt ja auf mega krass Konter. Da müssen halt schon die Spieler ständig zu früh loslaufen und irgendwie ständig vorne stehen. Ja, natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber so richtig über die Flügel kommen wir ja überhaupt gar nicht. Das spielen wir jetzt auch gerade gar nicht. Was mich ein bisschen ärgert. Na, drückt er gerade Pause, wo wir hier vorne den Ball. Oh. Oh, was ist denn hier von der Fitness los? Ey, der Prinz, der ist ja mal voll am Arsch. Wo wir gerade hier den Ball erwischt haben. Aber wäre natürlich gut, wenn wir den kriegen. Ja, Mandzukic, der läuft gerade ziemlich gut. Jawohl. Oder aber mal selber machen. Ah, schade, kriegt er nicht wieder nicht genug Kraft dahinter. Ah, und der steht dann auch noch irgendwie wieder voll behindert im Abseits. Ich glaube, das ist Spiel des Abseits heute. Wirklich Spiel des Abseits. Das ist ja mal. Wie viel Abseits hatten wir schon? Das können wir nachher mal am Ende gucken. Wir sind nur noch 5 Minuten. Aber wir müssen mindestens das Unentschieden ja nach Hause tragen, damit wir mindestens in der Liga bleiben. Aber wir wollen ja eigentlich gewinnen, ne? Einfach mal mit dem Götze drauf, jawohl! Und dann holen wir uns dann noch eine Ecke mit raus. Mal gucken, vielleicht kriegen wir hier was. Oh, was? Oh. Oh, was ist das denn? Dann klärt der auch noch so behindert. Behindert. Oh, lol. Und ich laufe auch noch voll behindert. Schön, Prince. Schön, schön, schön. Aber Gündogan lässt sich hier einfach so den Ball abnehmen. Das finde ich aber gar nicht so lustig. Oh, nice. Oh, nice. Nein! Oh, dann war das doch abseits! Ah! Ah, das war so knapp! Das wäre wirklich eine klare Torchance gewesen! Und das in der 90. Ah! Shit! Oh, oh. Alter, jetzt nicht wirklich. Alter. Oh, das war auch noch abseits! Alter, es ist schon wieder abseits! Alter, verdammt, ey. Na gut, wenigstens geklärt. Aber gut verteidigt, glaube ich. Haben wir auch ganz gut gesehen. Und der Adler hat ja echt mit seiner Halbplatze da an der Seite echt eine Scheißfrisur, ey. Das ist unglaublich. Mandzukic, setz dich doch mal durch. Ich muss mir unbedingt den Lewandowski kaufen, Alter. So, das hoch wegklären und einfach weg. Weg. Das können wir jetzt nicht noch gebrauchen hier am Ende nochmal eine Torchance. Wenn, dann will ich das jetzt hier safe haben. Zumindest diesen einen letzten Punkt, den wir hier brauchen, um den Klassenerhalt zu halten. Und den haben wir. Dann haben wir den Klassenerhalt erhalten. Boah, aber das war echt nicht das schönste Spiel. Dafür, dass es gestern richtig schön war, war es heute so... Ihr wisst selber, wie es war. Aber immerhin haben wir unseren Ligaerhalt geschafft. Und warte mal, wo ist denn hier...
auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Unbedingt die Statistik mit den Abseits sehen, ey. Das ist ja mal. Abseits. 3, 5 Mal war der im Abseits. Alter, verdammt, ey. Ohne Witz. Schüsse. Habe ich nochmal ganz gut nachgeholt hier am Ende. 11. Von 2 auf 11 in einer Halbzeit ist schon gar nicht so verkehrt. Naja. Schönes Spiel. Naja, geht so. Aber wenigstens effektiv. Effektiv in dem Sinne, dass wir uns gehalten haben, dass wir da in Liga 4 bleiben. Und naja, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Erstmal. Wir brauchen ja nur noch... Ach nee, Quatsch. Was habe ich denn letztes Mal gelabert? Dass wir alle gewinnen müssen. Wir müssen ja nur noch 2 gewinnen. Wir müssen ja nur 16 Punkte haben. Leute, alle wieder gut. Das heißt auch 2 Wins. Da müssen wir noch ein bisschen steigern uns hier. Mal gucken, mit welchen beiden letzten Spielen ich das dann hier bestreite. Seht ihr dann am Mittwoch und ab dem Wochenende dann die Aufnahmen vom Livestream. Ne? Ich wünsche euch noch was. Leute, haut rein. Euch noch einen schönen Abend, schönen Seppig Sunday, einen schönen 2. Advent. Auf dass ihr nicht zu viel Schnee habt hier in Köln, ist zum Bildnis ja, noch nicht so viel. Eigentlich noch gar nichts, zum Glück. Aber alles drumherum, alles, was ein bisschen höher liegt, das hat ja alles schon Schnee gehabt, ey. Auf der Arbeit hat er auch schon Schnee. Boah, ist das ätzend, ey. Boah, ist das ätzend. Naja, euch noch einen schönen Abend, bevor ich hier wieder ewig rumlaber. Machen wir für heute Schluss, ne? Bis dann. Tschüss, euer Sepp.